Ja, das tut sie. Springt da draußen das Eichhörnchen herum? Ja. Wann ist das Eichhörnchen nach Hause gekommen? Diesen Augenblick. Komm, Torwald, und sieh dir mal meine Einkäufe an. Nein, nicht stören, ich will noch... Ist das lockere Zeitlein wieder ausgewiesen und hat Geld verschwendet? Aber, Torwald, dieses Jahr dürfen wir doch wirklich ein wenig über die Stränge schlagen. Sind es doch die ersten Weihnachten, wo wir nicht zu sparen brauchen. Hör mal, du. Luxus dürfen wir aber auch nicht treiben. Doch, wir dürfen jetzt schon ein bisschen Luxus treiben. Nicht wahr? Nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Du bekommst ja nun ein großes Gehalt und wirst viel, viel Geld verdienen. Ja, von Neujahr ab. Und dann vergeht noch ein ganzes Quartal, bis das Gehalt fertig ist. Boah, bis dahin können wir ja borgen. Nora, geht schon wieder der Leichtsinn mit dir durch. Gesetzt den Fall, ich beute mir heute 1000. Du brächtest sie in der Weihnachtswoche durch. Am Silvesterabend fiel mir ein Ziegelstein auf den Kopf. Ich lege da und... Pfui! Lass die Garstigen reden. Na, nimm mal an, dass sowas passierte. Was dann? Na, wenn sowas Grässliches passierte, dann wäre es mir vollkommen gleichgültig, ob ich Schulden hätte oder nicht. Und die Leute, von denen ich das Geld geliehen hätte? Die? Ja, wen gingen die was an? Das sind doch Fremde. Noch. Du weißt, wie ich in diesem Punkt denke. Keine Schulden, niemals vor. Naja, wie du willst, Torwald. Jetzt darf meine Lerche aber auch nicht die Flügel hängen lassen. Wie? Das Eichhörnchen sitzt da und mault. Nora, was mag ich da wohl haben? Geld! Ich weiß ja, dass zu Weihnachten eine Menge drauf geht. 100? 200? 300? 400? Schönen Dank, Torwald. Schönen Dank. Damit behelfe ich mich lange. Ja, das musst du aber auch. Ja, ja, das werde ich auch. Aber nun, lass dir mal all meine Einkäufe zeigen. Na, was ist denn mit dem goldenen Paket da unten? Das bekommst du erst am Abend zu sehen. Ach so. Du, sag mal, du kleiner Verschwender. Womit hast du denn dich selbst bedacht? Ach, geh ich mich? Oh, ich wüsste wirklich nicht was. Du sollst aber. Ich wüsste wirklich nichts. Doch, Torwald, hör, wenn du mir ein Geschenk machen willst, so könntest du ja... Na? Du könntest... Na, was damit? Du könntest mir Geld schenken. Na, ich wickle es mir dann in schönes Goldpapier und hänge es an den Weihnachtsbaum. Wäre das nicht reizend? Wie nennt man nochmal die Vögel, die alles Geld durchbringen? Ja, ja, lockere Zeisige. Ich weiß schon. Ein lockerer Zeisig ist entzückend.
aber braucht eine schwere Menge Geld. Nein! Man sollte wohl glauben, wie teuer einem Mann solch ein Vögelchen zu stehen kommt. Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich spare doch wirklich, wo ich kann. Ein wahres Wort, wo du kannst, aber du kannst absolut nicht. Du solltest nur wissen, wie viele Ausgaben wir Lerchen und Eichhörnchen so haben, Torwald. Du bist ein sonderbares Dingchen, genauso wie dein Vater. Auf jede Art versuchst du Geld in die Hand zu kriegen und sobald du es hast, entwischt es durch die Finger. Du weißt nie, wo es geblieben ist. Aber man muss dich nehmen, wie du bist. Ne? Das liegt im Blut. Ja, ja. Das vererbt sich, Nora. Nun, ich wünschte, ich hätte viele von Papas Eigenschaften gehabt. Aber nein, ich möchte dich doch gar nicht anders haben, als du bist, meine kleine singende Lerche. Du weißt doch gar nicht, wie sehr ich mich auf den heutigen Abend freue. Ich mich auch. Und wie die Kinder erst jubeln werden, Torwald. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke? Eine gesicherte Stellung, ein reichliches Auskommen, nicht wahr? Ja, es ist wunderschön. Aber nun pass mal auf, wie ich mir unsere künftige Einrichtung vorstelle. Sobald Weihnachten vorbei ist, können wir noch... Nein, für Besuche bin ich nicht. Guten Tag, Nora. Guten Tag. Du kennst mich wohl nicht mehr? Nein, ich weiß nicht. Doch ja, ich glaube, wie... Christine, bist du's wirklich? Ja, ich bin's. Christine, und ich hab dich nicht wiedererkannt. Aber wie konnte ich auch, wie du dich verändert hast, Christine? Allerdings, nach so langer Zeit. Ach, du Ärmste! Was musst du nicht alles durchgemacht haben? Und er hat dir nichts zum Leben hinterlassen? Nein. Nichts. Und keine Kinder? Nein. Na, so leg doch deine Sachen ab. Du kannst mir glauben, immer wollte ich dir schreiben in der Zeit, aber jedes Mal habe ich es wieder aufgeschoben. Stets kam was dazwischen. Das begreife ich wohl, liebe Nora. So ganz allein. Hm. Wie furchtbar einsam du dich fühlen musst. Ich habe ja drei reizende Kinder. Aber nun musst du mir alles erzählen. Ach nein, erzähl du mir lieber. Hm? Nein, du musst anfangen. Heute will ich nicht egoistisch sein. Aber eines muss ich dir doch sagen. Hast du schon davon gehört, welch großes Glück uns in diesen Tagen widerfahren ist? Nein, was denn? Denk dir, mein Mann ist Direktor der Aktienbank geworden. Dein Mann? Oh, dieses Glück. Ja, schon zu Neujahr tritt er in die Bank ein und dann kriegt er ein großes Gehalt und viel Prozente. Ja, es ist wunderschön, tüchtig viel Geld und keine Sorgen zu haben. Nora, bist du noch immer nicht gescheit geworden. In der Schule warst du schon eine so große Verschwenderin. Ja, das sagt Torwald auch immer. Aber Nora ist nicht so dumm, wie ihr denkt. Du weißt doch, dass Torwald aus dem Ministerialdienst ausgetreten ist, als wir heirateten. Es gab keine Aussicht auf Beförderung, aber er musste dann mehr Geld verdienen als früher. Im ersten Jahr überarbeitete er sich ganz grässlich. Er war, wie du dir denken kannst, auf allerhand Nebenverdienste angewiesen, musste von früh bis spät arbeiten und wurde todkrank. Die Ärzte erklärten es für geboten, dass er nach dem Süden ginge. Ach ja, ihr wart ein ganzes Jahr in Italien. Es war nicht leicht, wegzukommen. Iva war eben geboren, doch weg mussten wir auf jeden Fall. Ja, es war eine wunderbar schöne Reise und sie hat Torwald das Leben gerettet. Aber eine schwere Menge Geld hat sie gekostet, Christine. Das glaube ich wohl. Wir bekamen das Geld von Papa. Ah, gerade um jene Zeit starb er doch. Ja, Christine, und denk nur, ich konnte nicht zu ihm reisen und ihn pflegen. Ich erwartete ja täglich die Geburt meines kleinen Iva und dann musste ich auch meinen armen, todkranken Torwald pflegen. Der liebe, gute Papa. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ach, das ist das Schwerste, was mir seit meiner Verheiratung passiert ist. Ich weiß, du hast ihn sehr lieb gehabt. Und dein Mann kam ganz geheilt zurück? Munter wie ein Fisch im Wasser. Und die Kinder sind gesund und ich auch. Ja, es ist doch wunderschön, zu leben und glücklich zu sein. Ach, aber wie abscheulich von mir. Ich rede ja immer nur von meinen eigenen Sachen. Ach, du darfst mir nicht böse sein. Sag mal,
Ist es wirklich wahr, dass du deinen Mann nicht geliebt hast? Warum hast du ihn dann überhaupt genommen? Er war doch schon ziemlich alt. Und reich soll er auch gewesen sein. Ja, schon. Aber es waren unsichere Geschäfte. Als er starb, war er bankrott und nichts blieb übrig. Und dann? Dann habe ich mich mit einem kleinen Laden und allem Möglichen durchgeschlagen. Die letzten 3 Jahre waren die Hölle, Nora. Meine arme Mutter braucht mich nicht mehr, sie ist gestorben. Und meine beiden kleinen Brüder stehen endlich auf eigenen Beinen. Na, wie furchtbar leicht du dich jetzt fühlen musst. Leicht? Ja, unsagbar leer. Niemand mehr, für den ich leben kann. Deshalb hielt ich es da in dem entlegenen Nest auch nicht mehr aus. Hier müsste man doch leichter etwas finden, das einen in Anspruch nimmt und beschäftigt. Wenn es mir nur gelänge, eine feste Stellung zu finden... Nein, es wäre viel besser für dich, eine Reise zu machen. Ich habe keinen Vater, der mir das Reisegeld schenkt, Nora. Sei mir nicht böse, Christine. Nein, sei du mir nicht böse. Nein, sei du mir nicht böse. Nein, sei du mir nicht böse. Nein, sei du nicht böse. Nora, als du mir gerade von der glücklichen Veränderung bei euch erzähltest, da freute ich mich nicht nur um deine, sondern auch um meinetwillen. Wie? Ja, ich verstehe, du meinst, dass Torwald etwas für dich tun könnte? Das dachte ich. Das soll er auch. Überlass das nur mir. Ich will es schon so fein einfädeln. Etwas so Liebenswürdiges aushecken, das bei ihm verfängt. Ach, ich möchte dir so furchtbar gern helfen. Ach, wie schön von dir, Nora. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du ja nur die schöne Seite des Lebens kennst. Ich? Nur die schöne Seite? Du bist wie die anderen. Ihr glaubt alle, dass ich... zu etwas wirklich ernst und nicht taube. Na. Dass ich nichts geleistet habe in diesem Leben. Liebe Nora, du hast mir ja gerade alles erzählt. Ach was. Bagatellen. Das Große, das habe ich dir nicht erzählt. Das Große? Was meinst du damit? Na, sag schon. Sprich leise. Torwald könnte uns hören. Um keinen Preis der Welt dafür. Niemand. Darf es erfahren? Außer dir, Christine. Was denn? Ich habe etwas, das mich glücklich und stolz macht. Ich habe Torwald das Leben gerettet. Gerettet? Wieso gerettet? Na, ich habe dir doch von unserer Reise nach Italien erzählt. Wenn Torwald nicht dorthin gekommen wäre, dann wäre er gestorben. Ja, dein Vater hat euch ja die nötigen Mittel gegeben. Ja, das glaubt Torwald und das glauben alle anderen. Aber Papa hat uns gar nichts gegeben. Ich habe das Geld dran geschafft. Du? Hattest du im Lotto gewonnen? Im Lotto? Ja, was wäre das denn für eine Kunst gewesen? Wo hast du es denn herbekommen? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Borgen konntest du es dir doch nicht. Es ist ja gar nicht gesagt, dass ich es mir geborgt haben muss. Ich kann es mir auf andere Weise verschafft haben. Von irgendeinem Verehrer zum Beispiel? Wenn man leiblich hübsch aussieht, wie ich? Hast du etwa eine Unbesonnenheit begangen? Ist es eine Unbesonnenheit, seinem Mann das Leben zu retten? Ich finde, es wäre eine Unbesonnenheit, wenn du ohne sein Wissen irgendetwas... Aber er durfte doch nichts wissen. Mein Gott, kannst du das denn nicht begreifen? Er durfte nicht einmal wissen, wie schön es um ihn stand. Nun... da dachte ich mir, gerettet werden muss er. Und dafür fiel ich auf einen Ausweg. Ja, aber hat denn dein Mann nicht von deinem Vater erfahren, dass das Geld nicht von ihm kam? Nein, niemals. Wirst du es ihm jemals sagen? Ja, vielleicht später einmal nach vielen Jahren, wenn ich nicht mehr so hübsch bin wie jetzt. Dann ist es vielleicht gut, was in der Reserve zu haben. Na, was sagst du zu meinem großen Geheimnis, Christine? Du musst nämlich wissen, in der Geschäftswelt gibt es etwas, was man Quartalszinsen nennt. Und noch etwas, das Abzahlung heißt. Ja, und diese Gelder sind immer entsetzlich schwer zu beschaffen. Da habe ich dann an allen Ecken und Enden sparen müssen. Wo ich nur konnte. Jedes Mal, wenn Torwald mir Geld zu Kleidern und dergleichen gab, verwandte ich nie mehr als die Hälfte darauf. Ich kaufte stets vom Einfachsten und Billigsten. Ein wahres Glück, dass mir alles steht und Torwald nichts merkte. Wie viel hast du denn auf diese Weise abzahlen können? Ja, siehst du, das weiß ich gar nicht so genau. Es ist nämlich sehr schwer, sich in solchen Geschäften zurechtzufinden. Ja, manchmal,
Da war ich völlig ratlos. Dann saß ich da und stellte mir vor, dass sich ein reicher alter Herr in mich verliebt. Wie? Und dass er stürbe. Was für ein Herr? Und als man sein Testament öffnete, stand da in großen Buchstaben: Alle meine Gelder sollen der liebenswürdigen Frau Nora Helmer sofort bar ausbezahlt werden. Nora, was war das für ein Herr? Mein Gott, der existierte gar nicht. Den habe ich mir nur ausgedacht. Christine, es ist doch ein herrlicher Gedanke, sorgenfrei. Ganz sorgenfrei zu sein. Mit den Kindern spielen zu können. Es hübsch und nett im Haus zu haben, ganz so wie Torvald es liebt. Und bald kommt auch der Frühling mit seinem weiten blauen Himmel. Vielleicht können wir dann noch eine Reise machen und ich darf vielleicht das Meer wiedersehen. Es klingelt. Es ist vielleicht das Beste, wenn ich gehe. Nein, bleib doch. Zu mir kommt bestimmt kein Besuch. Ich bin's, gnädige Frau. Sie? Was soll das heißen? Was haben Sie mit meinem Mann zu schaffen? Bankangelegenheiten sozusagen. Ich habe einen kleinen Posten bei der Aktienbank und wie ich höre, wird Ihr Mann jetzt unser Direktor. Es sind also nur... Langweilige Geschäfte, absolut nichts anderes, gnädige Frau. Ja, wenn Sie also die Güte hätten, sich ins Büro zu bemühen. Nora, wer war der Mann? Das war ein gewisser Nils Krogstad. Er war es also wirklich? Kennst du ihn? Ich habe ihn gekannt. Er war eine Zeit lang Vertreter des Rechtsanwalts in unserer Gegend. Die Leute sagen, er betreibe mancherlei Art Geschäfte. So! Aber lass uns doch nicht von Geschäften reden. Das ist so öde. Schau mal, das hier ist für Betty. Nein, 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 lieber Freund. Ich mag nicht stören. Ich will lieber ein bisschen zu deiner Frau gehen. Und Christian auch. Oh, ich bitte um Vergebung. Hier störe ich damit auch? Na, durchaus nicht. Dr. Rank, Frau Linde. Ah, ein Name, der hier im Hause oft genannt wird. Ich bin gekommen, um Arbeit zu suchen. Ist Arbeit ein probates Mittel gegen Krankheit und Tod? Man muss leben, Herr Doktor. Ja, es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass das eine Notwendigkeit wäre. Na, na, Doktor, Sie leben doch auch ganz gern. Allerdings bin ich auch elend dran, so möchte ich doch, dass die Qual noch möglichst lange dauert. Meinen Patienten geht es ebenso. Selbst mit den sittlich Gebrechlichen ist es nicht anders. In diesem Augenblick ist gerade solch ein sittlich gezeichneter bei Helmer drin. Wen meinen Sie? Ja, es ist ein Anwalt. Krogstad. Sie kennen den Menschen nicht. Der ist verdorben bis in die Wurzeln seines Charakters. Aber selbst der behauptet, dass er leben müsse. So, was hatte er denn mit Torvald zu reden? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass es die Aktienbank betraf. Oh ja, freilich, er hat dort eine Art Anstellung. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer Gegend auch solche Menschen haben, die überall atemlos umherrennen und moralische Fäulnis verbreiten. Die Gesunden haben dann das Nachsehen. Eigentlich haben auch die Kranken einen Anrecht darauf, sichergestellt zu werden. Ja, da wird. Gerade diese Anschauung macht die menschliche Gesellschaft zu einem Krankenhause. Weshalb lachen Sie über sowas? Wissen Sie denn überhaupt, was die Gesellschaft ist? Na, was kümmert mich die dumme Gesellschaft? Ich lache über ganz etwas anderes. Etwas ungeheuer Komisches. Sagen Sie mal, Doktor, ist es wahr, dass alle, die bei der Aktienbank angestellt sind, nun von Torvald abhängig werden? Und das finden Sie so ungeheuer komisch? Ach, lassen Sie mich nur. Der Gedanke, dass wir, also dass Torvald, so großen Einfluss auf so viele Menschen hat, ist wirklich über die Maßen erfreulich. Doktor? Makrone gefällig? Alter, Makrone? Ich glaubte, die wären hier im Hause tabu. Ja, aber die hat mir Christine geschenkt. Wie, ich? Na na, erschreck nur nicht. Du konntest ja nicht wissen, dass Torvald das verboten hat. Du musst nämlich wissen, er hat solche Angst, dass ich zu dick davon werden könnte. Aber, ach was, einmal ist keinmal. Nicht wahr, Doktor? Hier bitte. Und für dich auch eine Christine?
Und für mich auch eine oder höchstens zwei. Ja, jetzt bin ich wirklich über die Maßen glücklich. Nun gibt es nur noch eins auf der Welt, worauf ich riesige Lust hätte. Ja, und das wäre? Na, ich möchte so riesig gern etwas sagen und Torwart müsste es hören. Ja, und warum sagen Sie es dann nicht? Ich darf nicht. Es ist zu vulgär. Vulgär? Ja, dann ist es wohl nicht ratsam. Ja. Ja, was möchten Sie denn so gern sagen, dass Torwart es hörte? Ich möchte so gern sagen, verfickter Hurensohn. Sind Sie verdreht? Aber Nora. Ja, ist ja schon. Sagen Sie es doch. Na, lieber Torwart, bist du ihn los? Ja, er ist weg. Darf ich vorstellen? Christine. Sie ist heute angekommen. Christine, es tut mir leid, ich weiß nicht. Na, Frau Linde, lieber Torwald. Frau Christine Linde. Ach so, eine Schulfreundin meiner Frau. Wir kennen uns von früher. Ja, und denk nur, sie hat die weite Reise hierher gemacht, um mit dir zu sprechen. Wieso? Das gerade nicht. Na, Christine ist nämlich außerordentlich geschickt in Büroarbeiten. Und nun möchte sie so gerne unter die Leitung eines tüchtigen Mannes und noch mehr lernen, als sie schon kann. Sehr vernünftig, Frau Linde. Und als sie nun gehört hat, dass du Bankdirektor geworden bist, da ist sie so schnell wie möglich hergereist und... Nicht wahr, Torwald? Mir zuliebe kannst du schon ein wenig für sie tun, wie? Ja, das ist gar nicht so unmöglich. Haben Sie denn Erfahrung in Kontoarbeiten? Ja, so ziemlich, ja. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich Ihnen eine Stelle verschaffen kann. Siehst du wohl? Ja, siehst du wohl. Sie haben einen sehr günstigen Augenblick getroffen, Frau Linde. Wie kann ich Ihnen danken? Das ist durchaus nicht nötig, aber für heute müssen Sie mich bitte entschuldigen. Warte! Ich komme mit. Aber bleib nicht so lange aus, lieber Torwald. Dann stimmt sie mir nicht. Gehst du auch, Christine? Ja, jetzt muss ich mich nach einer kleinen Pension umsehen. Dann können wir vielleicht gemeinsam gehen. Na, wie dumm, dass wir so beengt wurden. Es ist uns unmöglich, dir... Wo denkst du hin? Vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber heute Abend kommst du selbstverständlich wieder. Und Sie auch, Doktor, wie? Komm, ihr Marron, dansez moi, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Was wollen Sie? Mein Mann ist nicht zu Hause, Herr Krugstad. Das weiß ich. Was wollen Sie denn hier? Ein Wort mit Ihnen reden. Mit mir? Allerdings. Heute, aber es ist doch noch nicht der erste. Nein, heute ist Heiligabend. Von Ihnen selbst wird es abhängen, welche Bescherung Sie haben werden. Was wollen Sie? Heute kann ich absolut davon nicht... Davon reden wir vorläufig nicht. Es handelt sich um etwas anderes. Sie haben doch wohl einen Augenblick Zeit, oder? Ja, Zeit habe ich wohl. Gut. Der... Ich sah Ihren Mann über die Straße gehen. Mit einer Dame. Und was weiter? Darf ich mir die Frage erlauben, war diese Dame eine Frau Linde? Ja. Sie ist noch nicht lange hier? Seit heute. Und sie ist wohl eine gute Freundin von Ihnen? Ja, das ist sie, aber ich verstehe nicht... Ich war auch einmal mit ihr bekannt. Das weiß ich. So, Sie wissen von der Sache. Ja, das dachte ich mir. Darf ich Sie also kurz und bündig fragen, wird Frau Linde bei der Aktienbank angestellt werden? Wie können Sie sich erlauben, mich auszuforschen? Sie, ein Untergebener meines Mannes. Aber da Sie nun einmal fragen, will ich es Ihnen auch sagen. Ja, Frau Linde wird angestellt werden. Ich selbst habe mich Ihrer Sache angenommen. Nun wissen Sie es. Ich habe also richtig vermutet. Mein Gott, man hat doch auch sein bisschen Einfluss. Einfluss? Allerdings. Frau Helmer. Wollen Sie die Güte haben, Ihren Einfluss zu meinen Gunsten aufzubieten? Wie meinen Sie das? Wollen Sie gütigst dafür sorgen, dass ich meine Stellung bei der Bank behalte? Was heißt das? Wer will Ihnen denn Ihre Stellung nehmen? Ach, mir gegenüber brauchen Sie nicht die Ahnungslose zu spielen. Aber ich versuche... Ja, 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 ja.
Noch ist es Zeit und ich rate Ihnen, Ihren Einfluss geltend zu machen, um das zu verhindern. Aber, Herr Kuxert, ich habe gar keinen Einfluss. Nicht? Ich glaube doch soeben aus Ihrem eigenen Mund gehört zu haben, dass Sie Einfluss hätten. Sie machen mir keine Angst. Am ersten werde ich aus der ganzen Geschichte heraus. Hören Sie mich jetzt an, gnädige Frau. Im Notfall werde ich alles dafür tun, um einen kleinen Posten bei der Aktienbank zu behalten. Nicht wegen des Geldes. Es handelt sich um etwas anderes. Sehen Sie, es ist Folgendes. Ihnen ist sicherlich auch bekannt, dass ich mir vor etlichen Jahren habe eine kleine Unbesonnenheit zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, so etwas gehört zu haben. Die Sache kam nie vor Gericht, aber von dem Augenblick an waren mir alle Wege wie versperrt. Da wartete ich auf die Geschäfte, die Sie ja kennen. Aber jetzt muss ich aus all dem heraus. Meine Kinder werden größer. Ihretwillen muss ich versuchen, meinen Ruf wiederherzustellen. Der Posten bei der Bank war sozusagen wieder die erste Stufe für mich. Und jetzt will Ihr Mann mich mit einem Fußtritt von dieser Stufe hinunterstoßen. Aber um Gottes Willen, Herr Kuxert, es liegt absolut nicht in meiner Macht, Ihnen zu helfen. Weil Sie nicht den guten Willen haben. Ich habe aber Mittel, Sie zu zwingen. Sie wollen meinem Manne doch wohl nicht etwa sagen, dass ich Ihnen Geld schuldig bin? Und wenn ich es ihm sagte? Sie würden mich den schrecklichsten Unannehmlichkeiten aussetzen. Unannehmlichkeiten? Aber tun Sie es nur. Sie selbst werden den größten Schaden davon tragen. Dann sieht mein Mann nämlich endlich, was für ein schlechter Mensch Sie sind. Und Sie werden Ihren Posten nicht behalten. Ich fragte, ob Sie nur häusliche Unannehmlichkeiten befürchten. Erfährt mein Mann davon, wird er die Restsumme natürlich sofort bezahlen. Und wir haben nichts mehr mit Ihnen zu schaffen. Hören Sie, gnädige Frau. Entweder Sie haben kein gutes Gedächtnis oder keine Ahnung von Geschäften. Ich muss Ihnen die Sache wohl etwas gründlicher auseinandersetzen. Wie das? Als Ihr Mann krank war, kamen Sie zu mir, um Geld zu leihen. Ich habe sonst niemanden gewusst. Ich versprach, Ihnen das Geld zu verschaffen. Sie haben es mir ja auch verschafft. Ich versprach, Ihnen die Summe unter gewissen Bedingungen zu verschaffen. Sie waren ja damals von der Krankheit Ihres Mannes so in Anspruch genommen. Nun gut. Ich versprach, Ihnen das Geld gegen einen Schuldschein zu verschaffen, den ich aufsetzte. Und den ich unterschrieben habe. Gut. Dem fügte ich unten aber noch einige Zeilen hinzu, worin Ihr Vater die Bürgschaft für die Schuld übernahm. Diese Zeilen sollte Ihr Vater unterschreiben. Sollte? Er hat ihn noch unterschrieben. Das Datum hatte ich in Blanko gelassen. Das heißt, Ihr Vater selbst sollte den Tag angeben, an dem er das Papier unterschrieb. Erinnern Sie sich, gnädige Frau? Ja, ich glaube wohl. Darauf übergab ich Ihnen den Schuldschein, damit Sie ihn mit der Post an Ihren Vater schickten. War das nicht so? Ja. Und das haben Sie natürlich auch sofort getan. Denn schon nach 5 oder 6 Tagen brachten Sie mir das Papier mit der Unterschrift Ihres Vaters zurück. Darauf bekamen Sie den Betrag ausgezahlt. Und? Sagen Sie, Frau Helmer, wissen Sie noch den Todestag Ihres Vaters? Das Datum, meine ich. Papa starb am 29. September. Ganz richtig. Ich habe mich danach erkundigt. Und deshalb kann ich mir einen sonderbaren Umstand ganz und gar nicht erklären. Wie? Welchen sonderbaren Umstand? Ich weiß nicht. Den sonderbaren Umstand, dass Ihr Vater den Schuldschein 3 Tage nach seinem Tod unterschrieben hat. Ich verstehe nicht. Ihr Vater starb am 29. September. Nun schauen Sie aber hier. Hier datiert die Unterschrift Ihres Vaters vom 2. Oktober. Ist das nicht sonderbar, gnädige Frau? Können Sie mir das erklären? Der Aufhalt ist auch, dass die Worte 2. Oktober und die Jahreszahl nicht die Handschrift Ihres Vaters zeigen, sondern vielmehr eine Handschrift, die mir bekannt vorkommt. Sagen Sie, Frau Hemmer, Ihr Vater hat doch in eigener Person seinen Namen hier hingeschrieben. Nein, dem ist nicht so. Ich habe mit Papas Namen unterschrieben. Sie wissen auch, dass das ein gefährliches Geständnis ist. Weshalb? Sie werden Ihr Geld bald bekommen. Frau Hemmer, erlauben Sie mir eine Frage. Warum haben Sie Ihrem Vater nicht das Dokument geschickt? Na, dann hätte ich ihm auch sagen müssen, zu welchem Zweck ich das Geld brauchte
Und das konnte ich einem Schwerkranken unmöglich sagen. Na, dann wäre es besser für Sie gewesen, Sie hätten die Reise ins Ausland aufgegeben. Nein, das war ausgeschlossen. Frau Helmer, wenn ich dieses Stück Papier einem Gericht vorlege, werden Sie verurteilt. Weshalb? Das glaube ich nicht. Eine Tochter sollte nicht das Recht haben, ihrem alten, schwerkranken Vater Angst und Kummer zu ersparen. Eine Frau sollte nicht das Recht haben, ihrem Mann das Leben zu retten. Ich kenne die Gesetze zwar nicht so genau, aber ich bin überzeugt, irgendwo muss darin stehen, dass so etwas erlaubt ist. Und darüber wissen Sie nicht Bescheid. Sie müssen ein schlechter Junge sein, Herr Krugstad. Mag sein. Aber nicht wahr. Auf Geschäfte. Auf solche Geschäfte, wie wir beide sie miteinander haben. Darauf verstehe ich mich doch recht wohl. Tun Sie jetzt, was Ihnen beliebt, aber eins sage ich Ihnen. Sollte ich zum zweiten Mal ausgestoßen werden, werden Sie mir Gesellschaft leisten. Er will mir nur Angst machen. So anfällig bin ich nicht. Aber vielleicht... Nein, das ist ja doch unmöglich. Ich habe es doch aus Liebe getan. Der abscheuliche Mensch! Unsinn. Es ist alles in Ordnung. Weihnachten soll schön werden. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Nora? Ah, da bist du schon wieder. Ja, ist jemand hier gewesen? Hier? Nein. Sonderbar, ich sah, wie Krugstad das Haus verließ. So, ach richtig, Krugstad. Ja, der war einen Augenblick hier. Nora, ich sehe es dir an, er ist hier gewesen und hat dich gebeten, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Ja. Und das solltest du wie aus eigenem Antriebe tun. Und du solltest mir verschweigen, dass er hier gewesen ist. Hat er dich nicht auch darum gebeten? Ja, Torbert, aber... Hast du nicht gesagt, dass niemand hier war? Das darf mein Vögelchen nie wieder tun. Mein Vögelchen darf nur mit reinem Schnäbelchen zwitschern. Muss es nicht so sein. Ja. Ich wusste es wohl. Aber nun nichts mehr davon. Ist das nicht schön? Wie warm und behaglich es mir hier haben? In unserem Haus. Torvald. Ja? Was sind das für Papiere, Torvald? Bankangelegenheiten. Schon? Ja. Ich habe mir von der abtretenden Direktion Vollmacht geben lassen, die nötigen Veränderungen im Personal und im Geschäftsplan durchführen zu dürfen. Dazu muss ich die Weihnachtswoche benutzen. Bis Neujahr will ich alles in Ordnung haben. Sag mal, Torvald, ist das wirklich so schlimm, was dieser Krugstad verbrochen hat? Er hat Unterschriften gefälscht. Hast du einen Begriff davon, was das bedeutet? Kann er es nicht aus Not getan haben? Ja. Oder, wie so mancher andere, aus Leichtsinn? Mit Kniffen und Schlichen schmiedelte er sich durch und das hat ihn ruiniert. Glaubst du wirklich? Überleg doch mal, wie solch ein Mensch nach allen Seiten hin heucheln, lügen und sich verstellen muss. Ja, wie er vor seinen Allernächsten, selbst vor seiner eigenen Frau und seinen Kindern eine Maske tragen muss. Das muss doch entsetzlich sein. Jeder Atemzug, den die Kinder in einem solchen Hause tun, ist von Grund auf vergiftet. Darum muss mir meine kleine Nora versprechen, nicht Partei für ihn zu ergreifen. Antara?
mir dein Herr. Was ist das? Abgemacht. Vielleicht habe ich ja noch was extra, was man in Goldpapier an den Weihnachtsbaum hängen könnte. Geld! Mein Singvögelchen. Was? Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ich meine Kinder verderben? Das Heim vergiften? Das ist nicht wahr. Das ist in aller Ewigkeit nicht wahr. Kinder. Konsul Steenborg einen Kostümball. Und dann mein Torwald?
dass ich als neapolitanisches Fischermädchen gehe und die Tarantella tanzen soll. Ah, sieh mal an, du wirst also eine förmliche Vorstellung geben. Ja, Torek meinte, ich sollte es. Ich habe mir extra ein Kostüm anfertigen lassen, aber jetzt weiß ich gar nicht, wann ich es bei der Schneiderin abholen soll. Ach, das kann ich doch für dich machen. Wie lieb das von dir ist. Ich habe ganz vergessen, mich für den schönen Abend gestern zu bedanken. Gestern fand ich es gar nicht so schön wie sonst. Dr. Rand wirkte sehr niedergeschlagen. Ja, weißt du, er ist todkrank. Kommt er täglich zu euch ins Haus? Jeden lieben Tag. Er ist ja Torvalds bester Jugendfreund. Und mein guter Freund ist er auch. Der Doktor gehört sozusagen zur Familie. Aber ist der Mann ganz aufrichtig? Ich meine, macht er den Leuten nicht ständig Komplimente? Ganz im Gegenteil. Wie kommst du darauf? Als du mich ihm gestern vorstelltest, da versicherte er, dass er meinen Namen hier im Hause schon oft gehört habe. Aber später merkte ich, dass dein Mann gar keine Ahnung hatte, wer ich eigentlich bin. Also wie konnte dann Dr. Rank wissen? Ja, ganz richtig, Christine. Weißt du, Torvald hat mich so unbeschreiblich lieb, dass er mich am liebsten ganz für sich allein haben will, wie er sagt. In der ersten Zeit wurde er fast eifersüchtig, wenn ich die Lieben daheim auch nur erwähnte. Na, da unterließ ich es natürlich. Aber mit dem Doktor spreche ich oft von solchen Dingen. Denn siehst du, er hört das gern mit an. Hör mal, Nora, in vielen Dingen bist du ja noch ein Kind. Ich ein bisschen älter und habe etwas mehr Erfahrung als du. Ich will dir was sagen. Macht der Geschichte mit dem Dr. Rank ein Ende? Ein Ende macht? Na, überhaupt meine ich. Gestern plappertest du von einem reichen Anbieter, der dir Geld verschaffen sollte. Ja, von einem, der gar nicht existiert. Leider. Was weiter? Hat Dr. Rank Vermögen? Ja, das hat er. Und niemand, für den er zu sorgen hat? Niemand, aber... Wann kommt täglich zu euch ins Haus? Du hörst es ja. Wie kann dieser feine Mann nur so aufdringlich sein? Ich verstehe dich absolut nicht. Ach, Nora, verstell dich nicht. Glaubst du, ich wüsste nicht, von wem du das Geld bekommen hast? Nein, wie kannst du nur so etwas sagen? Ein guter Freund der Familie, der uns täglich besucht? Er ist es wirklich nicht? Nein, natürlich nicht. Auch nicht einen Augenblick werden mir der Gedanke ge... Außerdem hatte er damals noch gar kein Geld zum Verleihen. Er hat erst später geerbt. Ach so, ich glaube, das war ein Glück für dich, meine liebe Nora. Nein, den Doktor zu bitten, das würde mir nie im Leben einfallen. Übrigens bin ich überzeugt, wenn ich ihn bäte, so... Das wirst du natürlich nicht tun. Nein, natürlich nicht. Wenn man alles Geld zurückbezahlt, was man schuldig ist, dann bekommt man doch seinen Schuldschein wieder. Ja, das versteht sich. Und darf ihn in 100.000 Stücke reißen und verbrennen. Das ekelhafte, dreckige Papier. Nora, du verheimlichst mir etwas. Kannst du es mir etwa ansehen? Seit gestern Morgen ist dir etwas passiert, Nora. Was ist das? Christine, Torvald kommt nach Hause. Kein Wort. Geh nach dem Mann. Ich verlasse das Haus nicht, ehe wir offen miteinander geredet haben. Liebster Torvald, wie habe ich dich erwartet? Was macht Frau Linde hier? Sie hilft mir beim Kostüm. Pass mal auf, wie hübsch ich aussehen werde. War es nicht ein glücklicher Einfall von mir, dass du die Tarantella tanzt? Ein prächtiger Einfall. Aber ist es nicht auch nett von mir, dass ich dir den Gefallen tue? Nett? Dass du deinem Mann einen Gefallen tust? Na, 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 du kleiner Wildfang. Ich weiß schon, dass du es nicht so gemeint hast. Aber lass dich nicht aufhalten von mir. Ja, willst du noch arbeiten, Torvald? Ja. Torvald, wenn dein Eichhörnchen dich nun so recht schön und innig um etwas bäte... Was denn? Würdest du es dann tun? Zuerst muss ich doch wissen, worum es sich handelt. Das Eichhörnchen würde umherspringen und Kapriolen machen, wenn du nur recht lieb und nachgiebig wärst. Na also, heraus damit. Die Lerche würde laut und leise durch alle Zimmer zwitschern. Das macht meine Lerche auch so. Ich würde wie die Elfen im Mondenschein spielen und vor dir tanzen, Torvald. Nora, es handelt sich doch wohl nicht um das, worauf du gestern schon angespielt hast? Doch, Torvald, ich bitte dich so herzlich. Krogstads Stelle habe ich für Frau Linde bestimmt. Das ist unendlich lieb von dir, aber du müsstest ja nur einen anderen Angestellten als Krogstad entlassen. Was für ein unglaublicher Eigensinn. Dieser Mann schreibt für die schmutzigsten Zeitungen. Du selbst hast es mir gesagt. Er kann dir unsäglich viel Schaden zufügen und deinen Ruf ruinieren. Ich habe Angst vor ihm. Ich verstehe.
alte Erinnerungen werden machen. Was meinst du? Du denkst natürlich an deinen Vater. Ja, denk nur, was boshafte Menschen über Papa in den Zeitungen schrieben und wie sie ihn verleumdeten. Hm. Ich glaube, man hätte es dahin gebracht, dass man ihn absetzte, wenn die Regierung dich nicht hingeschickt hätte und du nicht so wohlwollend und nachsichtig mit ihm gewesen wärst. Meine kleine Nora, zwischen deinem Vater und mir ist ein bedeutender Unterschied. Er war nicht unantastbar. Doch ich bin es. Und ich will es auch bleiben, solange ich in meiner Stellung bin. Man weiß nie, worauf boshafte Menschen verfallen. Jetzt könnten wir so ruhig, so friedlich in unserem schönen Heim sein. Du, ich und die Kinder, Torwald. Deshalb bitte ich dich inständig. Es ist in der Bank schon bekannt geworden, dass ich Krogstad kündigen will. Wenn es nun hieße, der neue Direktor ließe sich von seiner Frau umstimmen. Nun, was dann? Na, natürlich, wenn mein kleiner Eigensinn nur seinen Willen bekommt. Lächerlich würde ich mich machen vor dem ganzen Personal. Es muss nun einmal sein, meine heißgeliebte Nora. Mag da geschehen, was will. Glaub mir, wenn es darauf ankommt, dann habe ich Mut und Kraft. Du sollst sehen, ich bin der Mann, der alles auf sich nimmt. Was meinst du damit? Alles, sage ich. Das sollst du nie und nimmer mehr. Gut. Dann teilen wir Nora. Wie Mann und Frau. Es ist, wie es sein soll. Du sollst jetzt die Tarantella noch mal üben. Ich geh ins Büro. Und wenn Rank kommt, sag ihm, wo ich zu finden bin. Er wäre imstande, es zu tun. Er tut es. Der ganzen Welt zum Trotz. Alles. Nur das nicht. Rettung. Ein Ausweg. Rank. Guten Tag, Doktor. Gehen Sie lieber nicht zu Torwald hinein, denn ich glaube, er ist beschäftigt. Und Sie? Ach, Sie wissen ganz gut, für Sie habe ich immer etwas Zeit übrig. Ich danke. Ich werde davon Gebrauch machen, solange ich noch kann. Was wollen Sie damit sagen, solange Sie können? Naja. Erschreckt Sie das? Naja, es ist ein so wunderlicher Ausdruck. Wird denn irgendetwas geschehen? Es wird das geschehen, worauf ich lange vorbereitet gewesen bin. Ich habe nun allerdings nicht geglaubt, dass es so bald kommen würde. Über was haben Sie Gewissheit erlangt? Doktor, Sie müssen es mir sagen. Es geht bergab mit mir. Da ist nichts zu ändern. Sie sprechen von sich. Von wem sonst? Was nützt es auch, sich selbst zu belügen? Ich bin der elendste von allen meinen Patienten, Frau Elmer. An diesem Tag habe ich Bilanz gezogen. Bankrott. Noch ein Monat und ich liege gewiss schon auf dem Kirchhof am Moderer. Pfui, wie hässlich Sie reden. Ja, die Geschichte ist auch verflucht hässlich. Aber das Schlimmste ist, dass so viel anderes Hässliches vorausgehen würde. Mir bleibt noch eine einzige Untersuchung übrig. Bin ich damit fertig, so weiß ich ungefähr, wann die Auflösung beginnt. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Helmer mit seiner feinen Natur hegt einen so ausgeprägten Widerwillen gegen alles, was hässlich ist. Ich will ihn nicht in meinem Krankenzimmer haben. Aber Doktor? Ich will ihn nicht da haben, unter keiner Bedingung. Sobald ich volle Gewissheit über das Schlimmste habe, schicke ich Ihnen meine Visitenkarte mit einem schwarzen Kreuz darauf. Dann wissen Sie, dass die Scheußlichkeit der Zerstörung begonnen hat. Wie abgeschmackt Sie sind. Und ich hätte Sie so gerne in guter Laune gesehen. Und mit dem Tod im Herzen? Lieber Doktor, Sie dürfen Torwald und mir nicht wegsterben. Ach, den guck mal, wenn Sie leicht verbinden. Die Heimgegangene wird schnell vergessen. Glauben Sie das? Man schließt neue Verbindungen und... Wer schließt neue Verbindungen? Das werden Sie beide tun, wenn ich weg bin. Mir scheint sogar, Sie sind schon auf dem besten Wege. Was sollte hier gestern Abend diese Frau Linde? Aha. Sie sind wohl gar eifersüchtig auf die arme Christine? Gewiss bin ich das. Sie wird hier im Haus meine Nachfolgerin sein. Wenn ich abgetan bin, dann wird dieses Frauenzimmer vielleicht... Sprechen Sie leise. Sie ist da.
Heute schon wieder. Seien Sie gut, Doktor. Morgen Abend sollen Sie auch sehen, wie hübsch ich tanze. Und dann können Sie sich vorstellen, dass ich es nur Ihnen zuliebe tue. Natürlich auch für Torwald, versteht sich. Doktor, kommen Sie. Ich will Ihnen was zeigen. Was denn? Setzen Sie sich. Schauen Sie mal. Hier. Schwarze Strümpfe. Halterlose. Sind die nicht wunderschön? Aber weshalb sehen Sie so kritisch drein? Glauben Sie vielleicht, dass die nicht passen könnten? Darüber kann ich unmöglich eine begründete Ansicht haben. Pfui! Na, schämen Sie sich! So, da haben Sie was dafür. Aua, was kriege ich noch für Herrlichkeiten zu sehen? Nicht ein bisschen kriegen Sie mehr zu sehen, denn Sie sind unartig. Dieses Haus nie betreten hätte. Na, im Grunde fühlen Sie sich, meine ich, auch recht behaglich bei uns. Und das alles nun verlassen zu müssen. Unsinn, Sie bleiben da. Und nicht einmal ein armseliges Zeichen des Dankes hinterlassen zu können. Kaum ein flüchtiges Vermissen. Nur einen leeren Platz, den die erste Beste ausfüllen kann. Und wenn ich Sie nun bete um... Nein, nein. Um was? Um einen großen Freundschaftsbeweis. Ja. Ja. Nein, ich meine um einen riesig großen Dienst. Also wollen Sie mich doch wenigstens ein einziges Mal glücklich machen? Aber Sie wissen doch noch gar nicht, worum es sich handelt. Na gut, so sagen Sie es. Ich kann nicht. Es ist so unerhört viel. Rat und Beistand und ein Dienst. Je mehr, desto besser. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was Sie meinen, aber so sprechen Sie doch. Hab ich denn nicht Ihr Vertrauen? Doch, mehr als irgendein anderer. Sie sind mein treuester und bester Freund. Das weiß ich wohl. Deshalb will ich es Ihnen auch sagen. Doktor, Sie müssen mir helfen, etwas zu verhindern. Sie wissen, wie warm, wie unbeschreiblich tief Torwald mich liebt. Er würde sich nicht einen Augenblick besinnen, sein Leben für mich hinzugeben. Noah! Noah, glauben Sie denn, er wäre der Einzige, der sein Leben freudig für Sie hingeben würde? Ja, so. Ja. Ich hatte mir geschworen, Sie sollen es vom Moment erfahren. Eine bessere Gelegenheit würde sich nie wieder finden. Ja, Noah. Dann wissen Sie es. Dann wissen Sie also auch, dass Sie mir vertrauen können wie kein anderer. Lassen Sie mich durch. Nora! Dass Sie nur so plump sein konnten, Doktor. Es war doch alles so schön unausgesprochen. Na, wenigstens haben Sie jetzt gewiss, dass ich Ihnen mit Leib und Seele ergeben bin. Soll ich gehen? Ach, Sie wissen doch, dass Torwald Sie nicht entbehren kann. Und Sie? Ich finde es immer sehr unterhaltsam, wenn Sie da sind. Unterhaltsam. Unterhaltsam, ja, sehen Sie. Das eben hat mich auf eine falsche Spur geführt. Sie sind mein Rätsel.
Oftmals war es mir, als ob sie ebenso gern mit mir zusammen wären wie mit Helma. Ja, es gibt eben Menschen, die man über alles liebt und Menschen, mit denen man am liebsten zusammen ist. Oh ja. Das ist dran. Als ich noch zu Hause war bei Papa, da liebte ich natürlich ihn über alles. Trotzdem fand ich es immer außerordentlich amüsant, wenn ich mich zu den Dienstboten hinunterstehlen konnte. Ach, die habe ich also abgelöst. Liebster, bester Doktor, so habe ich das doch nicht gemeint. Ich meinte nur, mit Torwart ist es ebenso wie mit Papa und... Ah! Was? Etwas Unangenehmes? Nein, durchaus nicht. Nur mein neues Kostüm. Wie? Ich habe es bestellt. Torwart darf es nicht wissen. Das ist also das große Geheimnis? Ja, gewiss. Gehen Sie nur zu ihm hinein. Er ist im Büro und halten ihn so lange auf. Seien Sie unbesorgt. Er soll mir nicht heraus. Sprechen Sie leise. Mein Mann ist zu Hause. Na, meinetwegen. Was wollen Sie? Mir einen Bescheid holen. Also schnell, was gibt's? Sie wissen wohl, dass ich meine Kündigung bekommen habe. Ja, ich konnte es nicht verhindern, Herr Krugster. Ich habe bis zum Äußersten für Ihre Sache gekämpft, aber es hat nichts geholfen. Was wollen Sie von mir? Nur sehen, wie es Ihnen geht, Frau Helmer. Ich habe den ganzen Tag an Sie gedacht. Ein Geldagent, ein schmutziger Winkelschreiber, ein... Na, kurz und gut. So ein Mensch wie ich hat auch so etwas wie ein Herz. So beweisen Sie es. Denken Sie an meine kleinen Kinder. Haben Sie und Ihr Mann an meine Kinder gedacht? Hm? Doch lassen wir das. Sie brauchen die Sache nicht zu ernst zu nehmen. Vorläufig werde ich die Geschichte nicht zur Anzeige bringen. Nein, nicht wahr? Ich wusste es wohl. Die Sache lässt sich in aller Güte ordnen. Sie braucht gar nicht unter die Leute zu kommen. Sie bleibt unter uns dreien. Mein Mann darf nie etwas davon erfahren. Wie wollen Sie das verhindern? Können Sie den Rest vielleicht bezahlen? Nein, im Augenblicke nicht. Oder haben Sie ein Mittel, das Geld in den nächsten Tagen zu beschaffen? Wenigstens keines, von dem ich Gebrauch machen will. Es würde Ihnen auch nichts genützt haben. Und wenn Sie mit noch so viel Bargeld in der Hand vor mir ständen, so bekämen Sie Ihren Schuldschein doch nicht zurück. So erklären Sie, was Sie damit vorhaben? Ich will ihn nur behalten. Kein Unbeteiligter erfährt etwas davon. Wenn Sie sich also irgendwie mit einem verzweifelten Entschluss tragen sollten... Das tue ich. Wenn Sie beabsichtigen sollten, Haus und Familie zu verlassen... Das tue ich. Oder wenn Sie noch etwas Schlimmeres vorhaben sollten... Woher wissen Sie? So geben Sie den Gedanken auf. Woher wissen Sie, dass ich mich mit solchen Gedanken trage? Unser Eins trägt sich fast immer damit. Im Anfang. Auch ich habe mich damit getragen, aber... Ich hatte nicht den Mut dazu. Ich auch nicht. Sie auch nicht. Ich habe ihn nicht. Es wäre auch eine große Dummheit. Sehen Sie, wenn nur der erste häusliche Sturm vorbei ist, dann... Ich habe in meiner Tasche einen Brief an Ihren Mann. Worin alles steht? Im Ausdruck so schonend wie nur möglich. Der Brief darf nicht in seine Hände kommen. Zerreißen Sie ihn. Ich werde das Geld beschaffen. Ich glaube, ich hätte Ihnen soeben gesagt, dass... Ich meine nicht das Geld, was ich Ihnen schuldig bin. Sagen Sie, welche Summe Sie von meinem Mann verlangen. Ich werde das Geld beschaffen. Ich verlange kein Geld von Ihrem Mann. Was verlangen Sie denn? Ich will wieder auf die Beine, gnädige Frau. Ich will empor. Ihr Gatte soll mir dabei behilflich sein. Jetzt, wo ich fortgejagt bin, begnüge ich mich nicht damit, nur in Gnaden wieder angenommen zu werden. Ich will zurück an die Bank. Ich will eine höhere Stellung haben. Ihr Mann soll einen Posten für mich schaffen. Tut er nie und nimmer mehr. Er tut es. Ich kenne ihn. Er wagt es nicht zu mucksen. Und wenn ich erst drin bin, mit ihm zusammen, dann sollen Sie mal sehen. Noch ehe ein Jahr um ist, werde ich seine rechte Hand sein. Dann wird Nils Krogstad die Aktienbank leiten und nicht Torwart Helmer. Das werden Sie nicht erleben. Wollen Sie jetzt vielleicht Ihren Gedanken an? Jetzt habe ich den Mut. Eine feine, verwöhnte Dame wie Sie? Unter das Eis vielleicht? Ins kalte, pechschwarze Wasser? Um dann im Frühling wieder ein Land zu treiben, hässlich, unkenntlich, mit ausgefallenem Haar, ist es das, was Sie... Machen mir keine Angst! Kinder auch nicht. Sowas tut man nicht. Überdies,
Was hätte es für einen Zweck? Ich habe ihn ja trotzdem in der Tasche. Auch dann noch, wenn ich nicht mehr... Ja, vergessen Sie, dass Ihr guter Name auch nach Ihrem Tod von mir abhängt. So, nun wissen Sie Bescheid. Machen Sie keine Dummheit, ne? Auf meinen Brief verlange ich von Helmer eine Nachricht. Leben Sie wohl, gnädige Frau. Da ist er. Im Briefkasten. Jetzt sind wir rettungslos verloren. Torvald? Ja. Nora, ich hab jetzt... Nora? Was fehlt dir? Du siehst ganz verstört aus. Siehst du den Brief? Ja. Ja, ich sehe ihn. Der Brief ist von Krogstad. Nora Krogstad hatte das Geld geborgt? Ja, und nun wird Torvald alles erfahren. Glaub mir, Nora, das ist das Beste für euch beide. Aber du weißt noch nicht alles. Ich habe eine Unterschrift gefälscht. Was? Christine, du musst mein Zeuge sein. Wieso Zeuge? Was soll ich machen? Wenn ich den Verstand verlieren sollte. Und das könnte ja leicht geschehen. Nora. Oder wenn mir etwas anderes zustoßen sollte. Derart, dass ich nicht hier zur Stelle sein könnte, wenn... Nora, du bist ja wie von selbst. Wenn dann einer alles auf sich nehmen will, die ganze Schuld, du verstehst? Ja, ja, aber wie kannst du nur so denken? Dann sollst du bezeugen, dass es nicht wahr ist. Ich bin ja nicht von Sinnen. Ich habe ja noch meinen vollen Verstand. Und ich sage dir, kein anderer hat darum gewusst. Ich allein habe alles getan. Vergiss das nicht. Ich werde gleich zu Krogstad gehen und mit ihm reden. Das machst du nicht, er kann dir etwas antun. Es gab einst eine Zeit, da hatte er mir zuliebe alles getan. Was es auch sei. Er? Nora! Ha, was gibt's denn, Torvald? Was willst du von mir? Na, er schickt mir nicht. Wir können ja nicht hinein, du hast die Tür verriegelt. Du probierst wohl an, was? Ja, ich probiere an. Hübsch, wenn ich aussehe, Torvald. Ich gehe. Aber es nützt doch nichts. Wir sind rettungslos verloren. Der Brief liegt ja im Kasten. Und dein Mann hat den Schlüssel? Ja, immer. Dann muss Krogstad seinen Brief ungelesen zurückverlangen. Er muss einen Vorwand finden. Aber gerade um diese Zeit kriegt Torvald... Geh so lange zu ihm hinein. Halt ihn auf. Ich bin gleich wieder da. Komm, Frank, jetzt wollen wir mal sehen. Aber was ist das? Fast, lieber Torvald. Na, Frank hat mich auf eine großartige Maskenszene vorbereitet. Ich habe es so verstanden. Kann mich aber auch geirrt haben. Na, erst morgen darf man mich in meiner vollen Pracht bewundern. Arme Nora, wie angegriffen siehst du aus? Hast du zu viel geübt? Nein, ich habe noch gar nicht geübt. Aber das wird doch wohl nötig sein. Ja, das wird durchaus nötig sein. Aber ohne deine Hilfe kann ich nichts machen. Ich habe so gut wie alles vergessen. Ach, das werden wir gleich wieder auffrischen. Ja, du musst dich meiner annehmen. Willst du mir das versprechen, Torvald? Ich habe solche Angst, die große Gesellschaft. Du darfst dich heute Abend nur mir widmen. Keinerlei Geschäfte. Nichts davon. Nicht wahr, lieber Torvald? Ich verspreche es dir. Heute Abend stehe ich ausschließlich zu deiner Verfügung, du kleine, hilflose Person. Zuerst möchte ich aber noch schnell... Nein! Musik! Pushing down on me, pressing down on you, no matter what. Under pressure, buzz a building down, splits a family in two. But we've all the streets. What I hate, what I hate. Video, video. Okay. It's the terror of knowing what this world is about. Watching seven friends screaming. Can we give ourselves one?
lost our channel, oh, fashion, whatever fails you to care for. Ja, das auch. Nur, ich seh's dir an. Es liegt schon ein Brief von ihm drin. Ich weiß nicht. Ich glaube, aber du darfst so etwas jetzt nicht lesen. Es darf nichts Hässliches zwischen uns treten, ehe alles vorüber ist. Widersprich ihr nicht. Das Kind soll seinen Willen haben. Aber morgen Abend, wenn du getanzt hast. Dann bist du frei. Champagner? Ja. Ein großes Gelage. Ja? Ja, ein Champagnergelage. Bis in den hellen Morgen. Und Makronen. Nur dieses eine Mal. So, so, so. Sei nun aber wieder meine liebe kleine Leiche wie sonst, ja? Ja. Ja, das will ich auch. Aber geh schon hinauf, sie auch, Doktor. Ich komm gleich nach. Christine muss mir das Haar aufstecken. Es ist doch nicht, ich meine, das irgendwas. Kein Gedanke, mein lieber Freund. Nur diese kindische Furcht, von der ich dir erzählt habe. Nun, verreist. Ich hab's dir angesehen. Er ist morgen Abend zurück. Ich habe ihm einige Zeilen hinterlassen. Das hättest du nicht tun sollen. Du solltest nichts verhindern. Im Grunde ist es doch eine Seligkeit, auf das Wunderbare zu warten. Worauf wartest du? Das verstehst du nicht. Geh nur schon nach oben zu ihnen. Ich komme gleich nach. Fünf Uhr. Noch sieben Stunden bis Mitternacht. Und dann 24 Stunden bis zur nächsten Mitternacht. Dann ist die Tarantella aus. Vierundzwanzig und sieben. Noch 31 Stunden zu leben. Aber wo bleibt denn meine kleine Lerche? Da ist die Lerche!
Wir... Nichts. Zettel von dir. Was soll das bedeuten? Ich habe dringend mit dir zu sprechen. So. Das muss gerade hier im Hause geschehen. Ja, bei mir in der Pension war es unmöglich. Helmers sind auf einem Ball, wir sind ganz allein. Sieh eine an. Helmers tanzen heute Abend. Wirklich. Ja? Warum denn nicht? Ja, warum auch nicht? Lass uns miteinander reden. Wir beide hätten noch etwas miteinander zu reden. Wir beide haben viel miteinander zu reden. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Weil du mich nie so recht verstanden hast. Was gab es denn da noch weiter zu verstehen? Eine herzlose Frau verlässt einen Mann, wenn sich ihr etwas Besseres bietet. Hältst du mich für so herzlos? Glaubst du, ich hätte leichten Herzens mit dir gebrochen? Nicht. Du darfst nicht vergessen, ich hatte eine hilflose, kranke Mutter. Und zwei kleine Brüder. Ich konnte nicht auf dich warten. Und um deine Zukunft war es mir halt schlecht bestellt. Mag sein. Oft habe ich mich gefragt, ob es richtig war. Als ich dich verlor, da war es mir, als wanke der feste Boden unter meinen Füßen. Und sieh mich jetzt an. Jetzt bin ich ein Schiffbrüchiger auf einem Wrack. Die Hilfe ist vielleicht nah. Sie war nah. Und jetzt kommst du zurück und stellst dich mir wieder in den Weg. Ja, ohne es zu wissen. Erst heute habe ich es erfahren, dass ich dich bei der Bank ersetzen sollte. Na, jetzt, wo du es weißt, trittst du doch sicher zurück. Nein. Du hättest nicht den geringsten Nutzen davon. Ach, Nutzen. Ich an deiner Stelle würde es trotzdem tun. Ich habe gelernt, vernünftig zu handeln. Das Leben war mein Lehrmeister. Ja, mich hat das Leben gelehrt, nicht an Redensarten zu glauben. Ha, hat es dich etwas sehr Vernünftiges gelehrt? Ja. Aber an Taten glaubst du doch. Wie meinst du das? Du hast gesagt, du ständest da wie ein Schiffbrüchiger auf einem Wrack. Auch ich stehe da wie eine Schiffbrüchige auf einem Wrack. Ja, und weiter? Wenn wir zwei Schiffbrüchigen uns zueinander finden könnten. Was sagst du da? Zwei auf einem Wrack sind doch besser dran, als jeder auf dem seinen allein. Ach, Christine. Was glaubst du, hat mich in die Stadt geführt? Na, sicher nicht der Gedanke an mich. Ich muss arbeiten. Wenn ich das Dasein ertragen soll. Mein ganzes Leben hindurch habe ich gearbeitet, soweit ich zurückdenken kann. Und es war meine schönste, meine einzige Freude. Aber jetzt... Jetzt stehe ich ganz allein in der Welt, Mutterseelen allein. Nur für sich selbst arbeiten zu müssen, das ist keine Freude. Nils? Ich brauche jemand an meiner Seite. Du kennst meine Vergangenheit. Ja. Du weißt, wofür ich hier gelte. Sicher, aber es klang so, als ob du mit mir hättest ein anderer werden können. Zweifellos. Sollte das jetzt nicht auch noch möglich sein? Christine, hast du wirklich den Mut, noch einmal Nils, mit mir... Ich brauche jemanden, dem ich eine Frau sein kann. Und deine Kinder brauchen eine Mutter. Wir beide brauchen einander. Du weißt nicht, welchen Schritt ich gegen Helmers unternommen habe. Doch, ich weiß es. Und trotzdem willst du immer noch mit mir? Ja. Ich weiß, wozu die Verzweiflung einen Menschen treiben kann. Wenn ich es nur rückgängig machen könnte, würde ich es auf der Stelle tun. Das kannst du. Denn dein Brief liegt ja noch immer im Kasten. Weißt du das ganz sicher? Ja, ganz bestimmt, aber... Du willst nur deine Freundin retten, um jeden Preis. Ist es das? Sag es gerade heraus, ist es so? Ich werde meinen Brief zurückbringen. Nein. Doch, natürlich. Warte, hör bis Helmer herunterkommt. Ich sage ihm, dass er meinen Brief nicht lesen soll. Dass er nur... Komm rüber. Komm rüber. Komm rüber. Komm rüber. Alles gut. Komm her. Du sollst deinen Brief nicht zurückverlangen. Doch, natürlich. Deswegen hast du mich doch herbestellt. Ja, im ersten Moment. Aber dazwischen liegen jetzt 24 Stunden.
Seitdem bin ich Zeuge unglaublicher Dinge hier im Haus gewesen. Helma muss alles erfahren. Dieses unglückselige Geheimnis muss an den Tag. Es muss zu einer offenen Aussprache zwischen den beiden kommen. Es kann unmöglich so weitergehen mit den ganzen Vertuschungen und Ausflüchten und so. Loratin! Komm jetzt! Beeil dich. Ja, ja. Geh! Ich warte auf dich. So glücklich bin ich nie gewesen. Welch eine Wendung. Welch eine Wendung. Menschen, für die ich arbeiten, für die ich leben kann. Ein Heim, in das ich Glück und Behagen bringen darf. Da heißt es allerdings fest anpacken. Nein, nein, nicht nach Hause. Da sind Sie schon. Das sind meine Sachen. Ordnung, ich rufe weg. Aber ich bin nicht ledig. Ich bitte dich verlassen. Nur eine Stunde noch. Ach, keine Minute länger. So als Fahrer. Komm. Ja, das Zimmer. So. Guten Abend. Christine. Wie, Frau Linde, Sie ist ja spät noch hier. Ja, verzeihen Sie. Ich wollte Nora noch so gerne in ihrem Kostüm sehen. Hast du die ganze Zeit auf mich gewartet? Ja, ich war leider zu spät und du warst schon oben und da wollte ich nicht wieder gehen, bevor ich dich gesehen hätte. Ja, schauen Sie sie nur ordentlich an. Ja. Ich will meinen, sie ist das Ansehen wert. Ist sie nicht reizend, Frau Linde? Ja, das muss ich sagen. Ist sie nicht ungewöhnlich reizend? Darüber gab es auch in der Gesellschaft nur eine Stimme. Aber entsetzlich eigensinnig ist sie, das süße kleine Ding. Was soll man machen? Sie wollen wohl glauben, ich musste beinahe Gewalt anwenden, um Sie da oben wegzubringen. Torvald, du wirst es noch bereuen, dass du mir nicht wenigstens noch eine halbe Stunde gegönnt hast. Da, hören Sie es, Frau Linde? Sie tanzt ihre Tarantella, hat stürmischen Erfolg, der verdient war. Obgleich der Vortrag vielleicht etwas zu naturalistisch war. Ich meine, ein wenig naturalistischer, als es sich streng genommen mit den Forderungen der Kunst verträgt. Aber immerhin, die Hauptsache ist, sie hat Erfolg. Stürmischen Erfolg. Und dann hätte ich sie noch oben lassen sollen? Die Wirkung abschwächen sollen? Gott bewahre. Ich nahm also mein kleines, reizendes Mädchen von Capri. Ja, mein kleines, kapriziöses Mädchen von Capri, sollte ich eigentlich sagen, unter den Arm. Eine schnelle Runde durch den Saal? Ja. Eine Verbeugung nach allen Seiten? Und, wie es in der Romansprache heißt, das schöne Bild ist entschwunden. Ein Abgang muss immer wirkungsvoll sein, Frau Linde. Aber es fällt mir schwer, Nora das begreiflich zu machen. Wie warm es hier ist. Nun, ich habe ihn gesprochen. Und? Nora, du musst deinem Mann alles sagen. Ich wusste es. Von Kruxer Seite aus hast du nichts zu befürchten, aber sprechen musst du. Ich spreche nicht. Dann spricht der Brief. Ich danke dir. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Na, haben Sie sie bewundert, Frau Linde? Ja, und nun möchte ich gute Nacht sagen. Ach was, schon. Gute Nacht, Nora. Oh, und sei nicht mehr eigensinnig. Gut gesagt, Frau Linde. Herr Direktor. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich will nur hoffen, dass Sie gut nach Hause kommen. Ja. Ich würde ja sehr gerne. Ach. Aber Sie haben ja nicht weit zu gehen. Und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Endlich sind wir sie los. Eine schrecklich langweilige Person. Ja. Bist du nicht sehr müde, Torvald? Nein, nicht im geringsten. Auch nicht schläfrig? Durchaus nicht, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich außerordentlich frisch. Aber du? Du siehst allerdings müde und schläfrig aus. Ja, ich bin sehr müde. Ich werde bald schlafen gehen. Siehst du? Siehst du, war es also doch richtig von mir, dass wir nicht länger geblieben sind? Alles, was du tust, ist richtig. Ach, jetzt spricht meine Lerche wie ein vernünftiger Mensch. Sag mal, hast du bemerkt, wie lustig Rank heute Abend war? So war er das. Ich habe gar nicht mit ihm gesprochen.
Ich auch nicht viel. Aber ich habe ihn lange nicht mehr in so guter Laune gesehen. Ist es nicht herrlich, wieder in seinen eigenen vier Wänden zu sein? Ganz mit dir allein. Morgen, ein Singvögelchen. Sieh mich nicht so an, Torwald. Wie? Mein treuestes Gut soll ich nicht ansehen. All die Herrlichkeit, die mir gehört, mir allein, mir ganz und ausschließlich. Du sollst nicht so zu mir sprechen heute Abend. Ah, dir liegt doch die Tarantelle im Blut, das merke ich. Aber das macht dich nur noch verführerischer. Weißt du, wenn ich mit dir so in Gesellschaft bin, weißt du, warum ich dann so wenig mit dir spreche? Dir nur hin und wieder einen Blick zuwerfen? Weißt du, warum ich das tue? Weil ich mir dann einbilde, du wärst meine heimliche Geliebte. Meine heimliche junge Braut. Und keiner ahnt, dass zwischen uns beiden ein Geheimnis ist. Ja, ich weiß, dass alle deine Gedanken bei mir sind. Doch, Alter. Was du meine Sehnsucht. Als du die Tarantella so verführerisch getanzt hast, da kochte mein Blut. Ich hielt es nicht mehr länger aus. Deshalb fühle ich dich so früh nach Hause. Lass das, Torwald! Geh jetzt! Ich will das alles nicht! Du willst nicht? Was soll das heißen? Du hältst mich wohl zum Besten, Röhrchen. Du willst nicht? Bin ich nicht dein Mann? Ich bin's! Oh, ich lass deinen Augenblick eintreten. Warte einen Augenblick. Mir war, als hörte ich deine Stimme. Hübsch, dass du nicht an unserer Tür vorbeigehst. Ah. Und da wollte ich gern auch einen Blick hereintun. Ach ja. Diese lieben, trauten Räume. Ist nett und behaglich. Jawohl. Du hast dich oben offenbar auch recht behaglich gefühlt. Außerordentlich. Warum auch nicht? Weshalb soll man denn in diesem Leben, wenn ich auch alles mitnehme? Wenigstens so viel man kann. Und so lange man es kann. Mhm. Der Wein war vortrefflich. Oh, besonders der Champagner. Hast du es auch gefunden? Unglaublich, wie viel ich ihn unterspülen konnte. Ja, Torwart hat heute Abend auch viel Champagner getrunken. So. Und er ist dann immer so gut aufgelegt. Weshalb soll man sich noch nicht einen vergnügten Abend machen? Nach einem gut angewendeten Tage. Gut angewendeter Tag. Dessen darf ich mich leider nicht rühmen. Ja, siehst du, mein Lieber. Ich darf's. Doktor, Sie haben heute gewiss eine wissenschaftliche Untersuchung vorgenommen. Allerdings. Unsere kleine Nora spricht von wissenschaftlichen Untersuchungen. Und darf man Ihnen Glück wünschen zu dem Ergebnis? Ja, das dürfen Sie getrost. Das Ergebnis war also gut? Das denkbar Beste. Für den Arzt wie für den Patienten. Gewissheit. Gewissheit? Volle Gewissheit. Konnte ich mir daraufhin nicht einen vergnügten Abend machen? Ja, daran haben Sie recht getan. Das sage ich auch. Nur, dass du morgen dafür büßen musst. Ja, umsonst ist ja nichts auf der Welt, oder? Doktor, Maskeraden bereiten Ihnen wohl großes Vergnügen? Oh ja, wenn recht viele komische Masken da sind.
Sagen Sie, als was werden wir beide auf der nächsten Maskerade gehen? Du kleiner Leichtsinn, denkst du jetzt schon an die nächste? Wir beide? Was will ich Ihnen sagen? Auf der nächsten Maskerade kommen Sie als Glückskind. Ja, aber mach ein Kostüm ausfindig, das dafür bezeichnend ist. Lass deine Frau nur kommen, wie sie geht und steht in der Welt. Das war sehr treffend gesagt. Aber was wirst du selber vorstellen? Mein Lieber, darüber bin ich vollkommen mit mir im Reinen. Nun? Auf der nächsten Maskerade werde ich unsichtbar sein. Das ist mir ein ulkiger Einfall. Das gibt eine große schwarze Kappe. Hast du noch nie was von der Tarnkappe gehört? Die setzt man sich auf und dann wird man vom Kahn gesehen. Jawohl, sehr richtig. Und nun habt ihr. Adieu. Adieu, mein lieber Freund. Schlafen Sie wohl, Doktor. Vielen Dank für diesen Wunsch. Wünschen Sie mir dasselbe. Ihn? Ja, wenn Sie wollen. Schlafen Sie wohl. Mag sein. Torwart, was willst du da? Ich muss den Briefkasten leeren. Willst du heute Nacht noch arbeiten? Nein, das weißt du doch. Was ist das? Eine Visitenkarte. Von Rank. Vom Doktor? Doktor Medizinalrat Rank. Er muss sie beim Weggehen hineingesteckt haben. Steht etwas drauf? Ja. Da steht ein schwarzes Kreuz über seinem Namen. Sieh mal hier. Einfall. Gerade so, als ob er seinen eigenen Tod anzeigte. Das tut er auch. Wie? Weißt du etwas? Hat er dir etwas gesagt? Ja, mit dieser Karte hat er Abschied von uns genommen. Er will sich anschließen und sterben. Armer Freund. Ich wusste wohl, dass ich ihn nicht mehr lange haben würde, aber so bald. Und jetzt verbirgt er sich wie ein verwundetes Tier. Wenn es schon sein muss, dann ist es doch am besten, dass es ohne Worte geschieht. Nicht wahr, Torwald? Er war so mit uns verwachsen. Ich kann mir unser Leben ohne ihn gar nicht denken. Er mit seinen Leiden und mit seiner Vereinsamung gab gewissermaßen den wolkigen Hintergrund ab für unser sonnenhelles Glück. Na, es ist vielleicht am besten so. Für ihn wenigstens. Und am Ende auch für uns nur. Jetzt sind wir nur mehr auf uns allein angewiesen. Mein Seelfüllchen. Oh, mir ist das, könnte ich dich nicht fest genug halten. Weißt du, Nora, manchmal wünschte ich, dir möchte eine unmittelbare Gefahr drohen, auf das ich Gut und Blut und alles für dich aufs Spiel setzen könnte. Jetzt sollst du deine Briefe lesen, Torwald. Nein, jetzt nicht mehr. Ich will bei dir sein. Mit dem Gedanken an den Tod deines Freundes? Du hast recht. Das hat uns beide erschüttert. Es ist etwas Unschönes zwischen uns getreten. Aber wir müssen Befreiung davon suchen. Torwald, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Vögelchen. Gute Nacht. Schlaf wohl, Nora. Jetzt lese ich die Briefe.
Ist es wahr, was er schreibt? Entsetzlich. Es kann und kann nicht wahr sein. Ja, es ist wahr. Über alles in der Welt habe ich dich geliebt. Komm mir nicht mit elenden Ausflüchten. Torvald? Du Unglückselige, was hast du getan? Lass mich gehen. Du sollst nicht für mich büßen. Du sollst nicht... Kein Komödienspiel! Hier bleibst du und stehst mir Rede. Hast du einen Begriff davon, was du getan hast? Antworte mir! Hast du einen Begriff davon? Fange ich an, gründlich zu begreifen? Was für ein furchtbares Erwachen. In diesen ganzen 8 Jahren. Sie, die meine Lust und mein Stolz gewesen ist. Eine Heuchlerin. Eine Lügnerin. Aber ich hätte es voraussehen müssen. Die leichtsinnigen Grundsätze deines Vaters... Aber schweig! Die leichtsinnigen Grundsätze deines Vaters hast du geerbt! Keine Religion, keine Moral, kein Pflichtgefühl! Mein ganzes Glück hast du zerstört! Meine ganze Zukunft hast du vernichtet! Wenn ich aus der Welt bin, bist du frei. Solche Redensarten hatte dein Vater auch immer parat. Was würde mir das nützen, wenn du aus der Welt wärst, wie du sagst? Krogstad könnte die Sache trotzdem bekannt machen. Begreifst du jetzt, was du mir angetan hast? Ja. Es ist so unglaublich, dass ich es immer noch nicht fassen kann. Aber wir müssen sehen, wie wir da herauskommen. Die Sache muss um jeden Preis vertuscht werden. Und was dich und mich betrifft, so muss es aussehen, als sei zwischen uns alles wie bisher. Aber natürlich nur vor den Augen der Welt. Du bleibst also nach wie vor im Hause. Das ist selbstverständlich. Aber die Kinder, die darfst du mir nicht erziehen. Die kann ich dir nicht anvertrauen. Das dir voraushalten zu müssen, der Frau, die ich so ähnlich liebt und die ich noch... Nein. Das muss ein Ende haben. Von heute ab handelt es sich nicht mehr ums Glück. Jetzt gibt es nur noch die Trümmer zu retten. Die Überbleibsel. Den Schein. Was ist das? So spät noch. Sag mir das Entsetzlichste. Sagte er. Niemand. Eine glückliche Wendung in seinem Leben. Was er schreibt, ist doch völlig gleichgültig. Wir sind gerettet, Nora! Keiner kann dir mehr etwas anhaben! Ach, Nora, komm zuerst weg mit diesen abscheulichen Sachen hier. Ja. Ah. Es ist vorbei! Es ist vorbei! Nora, so hör mich doch an! Du scheinst es wohl noch nicht zu fassen, es ist vorbei!
Aber was ist das? Diese starre Miene. Ich verstehe schon. Du scheinst wohl noch nicht zu glauben, dass ich dir verziehen habe. Aber das habe ich. Ich habe dir alles verziehen, ich schwöre dir, ich habe dir alles verziehen. Ich weiß ja, was du getan hast. Du hast es aus Liebe getan. Das ist wahr. Ja, sieh mal her, wie schön warm und behaglich unser Haus ist. Hier fühlst du dich geborgen. Glaub mir, schon morgen wirst du alles mit ganz anderen Augen sehen. Bald ist wieder alles beim Alten. Na? Wie bist du noch auf den Gedanken gekommen, ich könnte dich verstoßen oder dir auch nur einen Vorwurf machen? Nora, was ist los? Champagner! Torvald, wir zwei haben viel miteinander zu reden. Ich verstehe dich nicht. Ja, das ist es eben. Du verstehst mich nicht. Und ich habe dich auch nicht verstanden bis zu dieser Stunde. Wir sind jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Fällt dir nicht auf, dass wir, du und ich, Mann und Frau, heute zum ersten Mal ein ernstes Gespräch miteinander führen? Ein ernstes Gespräch, was heißt das? 8 ganze Jahre und länger noch. Vom ersten Tage unserer Bekanntschaft an haben wir nie ein ernstes Wort über ernste Dinge gewechselt. Hätte ich dich beständig einweihen sollen in Widerwärtigkeiten? Ich sage nur, dass wir nie ernst beieinander gesessen haben, um etwas gründlich zu besprechen. Du hast mich nie verstanden. Weder du noch Papa. Wir beide? Wir beide, die wir dich über alles in der Welt geliebt haben. Ihr habt mich nie geliebt. Euch hat es nur Spaß gemacht, in mich verliebt zu sein. Als ich zu Hause war bei Papa, da teilte er mir alle seine Ansichten mit und so hatte ich dieselben Ansichten. War ich aber einmal anderer Meinung, dann verheimlichte ich es. Denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Er nannte mich sein Puppenkind und spielte mit mir, wie ich mit meinen Puppen spielte. Dann kam ich zu dir ins Haus, in deine Puppenstube. Was? Ich lebte davon, dass ich dir Kunststücke vormachte, Torvald. Oh, lass mich wie die Elfen im Mondschein vor dir tanzen. Geld! 100, 200, 300, 400, aber du wolltest es ja so haben. Du und Papa, ihr seid schuld dran, dass nichts aus mir geworden ist. Wie lächerlich und wie undankbar. Bist du nicht glücklich gewesen hier? Huh? Nein, das bin ich nie gewesen. Ich hab's geglaubt, aber ich bin es nie gewesen. Nicht glücklich? Nein, nur lustig. Unser Heim ist nichts anderes als eine Spielstube gewesen. Hier war ich deine Puppenfrau, wie ich zu Hause Papas Puppenkind war. Und die Kinder, die waren wiederum meine Puppen. Das ist unsere Ehe gewesen, Torvald. Aber von jetzt an soll es anders werden. Die Tage des Spiels sind vorbei, jetzt kommt die Zeit der Erziehung. Wessen Erziehung? Meine oder die der Kinder? Sowohl deine als auch die der Kinder. Du bist nicht der Mann, der mich zu einer richtigen Frau erziehen kann. Ach, und was sagst du so? Hm. Und ich? Bin ich denn der Aufgabe gewachsen, die Kinder zu erziehen? Nora! Hast du vorhin nicht selbst gesagt, du dürftest mir diese Aufgabe nicht anvertrauen? Im Moment der Erregung, wie kannst du dir etwas darauf geben? Doch, du hattest recht. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Ich muss zuerst mich selbst erziehen. Und darum verlasse ich dich jetzt. Ich muss ganz allein für mich einstehen. Ich muss mich mit mir selbst zurechtfinden. Deshalb kann ich nicht länger bei dir bleiben. Ich verbiete es dir. Deinen Mann und deine Kinder verlassen. Bedenke, was werden die Leute sagen? Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich weiß nur, dass es für mich notwendig ist. Du entziehst dich deinen heiligsten Pflichten. Die Pflichten deinem Mann und deinen Kindern gegenüber. Ich habe andere Pflichten, die mir ebenso heilig sind. Hast du nicht? Die Pflichten gegenüber mir selbst. Du bist krank, Nora! Ich habe noch nie so klar und sicher empfunden wie jetzt. Da ist nur noch eine Erklärung möglich. Welche? Du liebst mich nicht mehr. Ja, das ist es eben. Was sagst du so?
So wie ich jetzt bin, bin ich keine Frau für dich. Ich habe die Kraft, ein anderer zu werden. Vielleicht. Aber erst, wenn man dir die Puppe weggenommen hat. Eine Trennung. Eine Trennung von dir. Nein. Nein, niemals. Nicht jetzt. Warte wenigstens bis morgen. Ich kann in der Wohnung eines fremden Mannes nicht länger bleiben. Wir könnten wie Bruder und Schwester. Leb wohl, Torvald. Aber du bist meine Frau, jetzt und in Zukunft. Leb wohl. Willst du denn nie mehr an mich denken? Ich werde oft an dich und die Kinder und dieses Haus denken. Denken müssen. Darf ich dir schreiben? Nein. Dir etwas schicken? Nichts. Dir helfen, wenn du Hilfe brauchst? Nein. Ich nehme nichts von Fremden an. Werde ich dir denn niemals wieder mehr als ein Fremder sein können? Dann müsste schon das Wunderbarste geschehen. Nenn es mir, dieses Wunderbarste. Dann müsste mit uns beiden, mit dir und mir, eine solche Wandlung vorgehen, dass... Ich glaube an keine Wunder mehr. Leb wohl. Noch.